Ja, hallo und herzlich willkommen. Halt, also, kleiner Blick. So, hier, was ist hier, da, so, hier, dies, da, so, jetzt. Ja, willkommen zurück zu Phobia. Das Klavierspiel vor sich hin, alleine und verlassen. Zwischengeschoss. Zwischengeschoss 1. Ja, natürlich brauchen wir wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. Was ist das? Diese Kreatur wirkt beinahe wie ein Mensch, aber sie ist keiner. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich muss mich einfach schützen. Schützen ist gut, ja. Zwischengeschoss 2. Na toll. Da ist ein Rätsel an der Wand und eine Kiste. Okay, jetzt kommen wir drüben rein. Wie schön. Einmal nach links, einmal nach rechts. Die weiße Königin. Okay. So, jetzt können wir hier irgendwas zurücklassen. Warum leuchtet das gelb? Ich nehme mal alles mit, die weiße Königin. So, auf. Halt, warte mal. Stopp! Wir kommen hier, gewiss nicht weiter, oder? Ja. Da ist die Taste. Guck mal, für den Aufzug. Und da ist der Schlüssel für drüben mit Sicherheit. Und eine Kiste. Da kommen wir in die 9 rauf. Okay. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist die Königin. Hoffentlich bleibt dieser Typ tot, der da unten tot lag. Blutspur kommt aus dem Zimmer hier. Was zum Geier? War das? Meine Nerven. Oh.
Was? Warum spiele ich das auch immer mit Kopfhörern? Das ist so kacke, scheiße. Meine, wir könnten es. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich bin so schlecht! Ich hätte speichern sollen oben, verfluchte Scheiße! Fällt automatisch nach? Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell sind. Halt, warte. Thank you.
Das stresst mich schon sehr, die Monster. Muss ich zugeben. Ein Christbaum. Die Eins. What? Ein Obduzierraum. What the fucking hell? Das Haus in den Wäldern. Come on! We're so close! I can feel it! I see a light! Matthias! Call him! Let him know we found something! Hey! It's getting brighter!
Wait a minute! What's that noise? Goodness, how long have I been asleep? Ah, my head. Was zum Geier nochmal? Ich meine, jetzt hätte ich es gebracht, nach oben zu fahren, weil was hätten wir oben gemacht? Wir hätten nirgendwo rein können. Wir haben keinen Schlüssel gehabt, um in irgendwo einen Raum noch reinzukommen. Die einzige Möglichkeit war wirklich, da runter zu fahren. Und jetzt landen wir hier in dem Haus im Wald. Ich frage mich nur gerade, sind wir es oder sind wir jetzt eine andere Person? Oh, was für eine Scheiße. Konnte man auf den Teil, auf das Teil nicht mal schießen? Das war unfair. Gehe ich drauf fast. Deswegen. Speicherstand gefunden. Okay. Alles leer. Na? Es schaut mir aus wie so ein Schloss, ne? So ein komisches spezielles Schloss, wie in den Wänden drin waren. Nichts. Lieber Christopher, alle Dorfbewohner sollten sich heute Abend um 19 Uhr in der Kapelle einfinden. Man müsste darüber sprechen, was in der Mine passiert ist. Und über diese Fähre. Bring sie bitte mit. Matthias. Another meeting at the chapel this evening, hm? How curious. I don't recall anything about this sphere I'm supposed to bring along. Okay, wir sind niemand anders. Also wir sind jetzt nicht wir. Gehe ich jetzt mal davon aus. Sehr witzig. Ich nehme mal das hier. Was sind das für krasse Bilder? Well, if I do have this sphere, I suppose it would be in my office. Ist gerade das Licht ausgegangen? War doch gerade heller. Na klar, ich sperre heim auch immer alle Türen ab und habe keine Schlüssel dafür.
Essen ist noch da. Ich bin gut in Tracy Trilas angekommen. Wir haben bereits ein paar Treffen abgehalten. Die Arbeiten scheinen gute Leute zu sein. Die Arbeit her. Die Einrichtung ist einfach, aber gemütlich. Neben den Unterkünften verfügt das Dorf über eine Verwaltungskabine, eine kleine Kapelle und sogar eine Bar, in der die Arbeiter sich treffen und ihre Zeit außerhalb der Mine verbringen können. Aber ich schweife ab. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir gut geht. Hier ist alles unter Kontrolle. Mir ist klar geworden, dass es keinen Grund gibt, Angst vor der Zukunft zu haben. Meine Suche wird erfolgreich sein. Christopher. Der Villa-Geschmack ist jetzt nicht gerade toll. Why are all of my drinking glasses lying about? Ich weiß es nicht. Wir können hier speichern. Überall brauchen wir dieses Teil. Toll. Ist eine Pistole drin? Fernseher. Okay, dann muss das das Arbeitszimmer sein. Das ist das Letzte, was wir noch haben. Also dieser Bildergeschmack ist echt... No matter how hard I try, I can never seem to keep this part of the house clean. Okay, wir haben noch zwei Türen, nicht nur eine. Puh, hab ich mich jetzt erschreckt, ich dachte, liegt ein Kopf. Da ist Blut. Okay, das ist nicht das Arbeitszimmer. These clothes are much dirtier than usual. What? Blood. Strange. I must have taken a fall out on the trail. That would explain the headache. Okay. Küchentür. Ah, why do I always leave you here? I mustn't leave until I find this sphere. Okay, also das ist die Eingangstür. Ich dachte, da geht's zum Arbeitszimmer. Wo ist denn mein Arbeitszimmer? War der Stuhl vorher auch schon umgekippt? Ah, hier ist noch eine Tür. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay, dann ist hier die Küche. Und oben ist dann schon das Arbeitszimmer. 1920 ist jetzt. Okay, krass. Also wir hatten 1960, 2009 und jetzt sind wir 1920. Eieiei. Ei, ei.
Okay, jetzt haben wir den Büroschlüssel für oben. Vorratskammer, aber die ist auch abgesperrt. Was zum Geier? Es ist da alles umgeworfen und schau mal, wie dreckig das jetzt hier ist. Ich hab vorne noch nicht da der Kopf, oder? Sphere anywhere in sight. Perhaps I should check if I locked it away in the gun cabinet at the bottom of the stairs. Ah, Christopher, klar. Im Hotel war ja diese ganzen Ausstellungsstücke, ne, von dem Propheten Christopher. Wir sind jetzt der Prophet Christopher. Jetzt schnall ich's auch schon, ne? Ich brauche halt mal ein bisschen länger. Hier ist die Enigma-Maschine von ihm. Juli 1920. Die historischen Aufzeichnungen dieser Gegend scheinen die Existenz verschiedener Anomalien zu bestätigen, die viele als übernatürlich interpretieren haben. Keiner dieser Berichte kann jedoch den Beweis dafür liefern, was die Ursache dafür sein könnte. Die Tage vergehen und die Männer werden immer müder von unseren Bemühungen. Aber lasst mich das eine sagen. Ich werde die Quelle dieser Macht finden, koste es, was es wolle. 25. Juli 1920. Ich habe festgestellt, dass die Bewohner von Trilas sehr religiös sind. Sie haben ihre Ängste und Sorgen zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in das Göttliche einmischen und dafür bestraft werden. Sie befürchten, dass der Allmächtige uns alle dem Tod übereinigt, wenn wir die Macht aufdecken, die unter diesem Boden schlummert. Was für ein Blödsinn. Wenn meine Pläne in Erfüllung gehen, können es nicht einmal die Götter selbst mit uns aufnehmen. Halt!
15. August 1920. Ich habe eigentlich einen Prototypen des neulichen Schließmechanismus fertiggestellt, den ich entworfen habe. Der Schlüssel selbst ist statisch, aber seine zusätzlichen Teile sind vollständig modular. Um ihn zu benutzen, muss man alle Symbole auf den Schlüssel mit den entsprechenden Symbolen auf dem Schloss ausrichten. Es müssen höchstens 4 Symbole übereinstimmen, damit der Schlüssel richtig funktioniert. Manche Schlösser benötigen jedoch weniger. Es ist eigentlich ganz einfach. Je höher die Anzahl der geforderten Symbole, desto wichtiger ist der Inhalt. 25. August 1920. Ich habe eine Art pseudo-sicheren Mechanismus entwickelt. In Zukunft möchte ich damit das Denken und die Intelligenz potenzieller Nachfolgerinnen und Nachfolger testen und analysieren, falls ich vorzeitig sterben sollte. Die Teile des modularen Schlüssels bleiben im Inneren des Mechanismus verborgen, bis der passende Kandidat auftaucht. 10. September. Wir sind ganz nahe. Die Luft in der Mine fühlt sich an, als sei sie mit einer unbeschreiblichen Energie gesättigt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Männer sind erschöpft, aber ich habe befohlen, die Ausgrabung ohne Pause fortzusetzen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Es ist mir egal, ob sie vor Erschöpfung umkippen. Nichts kann mich aufhalten. Und ich will es haben, um jeden Preis. Um jeden Preis. Okay, wir haben jetzt also einen Schlüssel, mit dem wir diese komischen Schlösser öffnen können, denke ich mir. Ein so ein kleines Teilchen fehlt uns noch, ne? Okay, Leute. Boah, das macht mich fertig. Ja genau, da sind auch die Symbole, die wir auf den Schlössern gesehen haben, drauf. Verstehe. Okay, dann sage ich vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn meine Nerven das mitmachen. Die Waffen des Propheten. Die haben wir ja in der Ausstellung gesehen. Also dann. Oh, scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht's hier nahtlos weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.